Weiter geht's mit Frogger Encore. Wir haben die zweite Welt betreten und schon das erste Level gestartet und deshalb machen wir auch direkt mit Welt 2 weiter. Artful Mechanism ist hier das nächste Level. Da stand auch, wir haben schon 20% des Spiels durch. Das wäre ja schon ein Fünftel. Was bedeuten würde, dass das Spiel wirklich tatsächlich kürzer ist als der Vorgänger? Irgendwas stimmt da doch nicht. Also, es wäre nicht schlimm, aber dennoch kann ich das nicht so hundertprozentig glauben, wenn ihr mich fragt. Ach ja, das ist ja in diesem Level diese Musik drin, wo immer schneller wird oder wieder langsamer wird und sich das dann wiederholt. Die Musik finde ich ein bisschen komisch in diesem Level. Oder generell in dieser Welt, sage ich mal so. Oh, schnell weg. Boah, der hat mich fast erwischt. Aber wir kommen damit zurecht. Und das verwirrt mich immer, wenn ich diese schnelle Musik höre und ich denke mir, hör, was passiert jetzt? Das passiert eigentlich gar nichts. Das ist alles nur Betrug. Alles nur Betrug. Und ich habe schon wieder vergessen, dass ich die ganzen Notizen noch vorlesen wollte. Oh Mann. Oh Mann. Wie kommen wir denn da hoch? Nee. Okay, gehen wir erstmal hier in das Bonus-Level rein. Und überlegen dann danach, wie wir weiterkommen. Ich merke übrigens gerade, ihr hört mich wahrscheinlich kaum. Weil die Lautstärke vom Spiel aus irgendeinem Grund immer lauter wird, jedes Mal, wenn ich das Spiel starte. Ich habe keine Ahnung. Oder zumindest fühlt es sich so an. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Nee, wie mache ich das? Oh, ich habe keinen. Oh Gott, ich bin wieder ganz am Anfang. Wenn ich mich an der Wand. Oh, Rip-Schild. Wenn ich mich an der Wand festhalte. Nee, dann kann ich nicht nochmal schießen. Doch, kann ich, oder? Wait, gerade habe ich es gemacht. Ich dachte mir schon so, vielleicht muss man zweimal schießen. Wisst ihr, was ich meine? Lass mich erstmal den Checkpoint aktivieren. Das ist, glaube ich, das Beste. Zack. Sehr schön. Da musste ich den ganzen Weg von Anfang an zurückrennen. Nee, aber irgendwas stimmt hier nicht. Boing, boing. Ja. Ich sinke. Okay, irgendwas sehe ich da nicht. Lass mich das nochmal probieren. Hallo, Spiel? Danke. Okay, lass mich überlegen. Also, wir sollen uns hier hinschießen, laut Spiel. Ja, das Problem ist, mein Jump reicht nicht aus, um das Ding zu grabben. Und außerdem kann ich ja, sobald ich mich einmal hier der Frog an irgendwo hingeschossen habe, kann ich ja nicht nochmal mich irgendwo hinschießen. Zumindest hat es gerade nicht funktioniert. Da seht ihr, es funktioniert so nicht. Ein bisschen probiere ich es noch. Sonst gebe ich das erstmal für. Sonst gebe ich das fürs Erste auf. Ich habe sowieso nochmal vor, ganz am Ende des Spiels alle Level nochmal hundertprozentig abzuschließen. Und ja, ganz ehrlich, das checke ich nicht. Lassen wir es einfach. Das ist sowieso, sag ich mal, nur der Kristallschädel. Den sieht man da ganz rechts. Da ganz rechts oben hin teleportiert. Falls ihr es sehen könnt. So, was wir jetzt sehen, ist, ob ich es schaffe, ohne runterzufallen, alle Münzen hier einzusammeln. Oder ob ich vorher versagen und scheitern werde. Okay. Blauer Schalter. Schön. Okay, was macht der? Das ist knapp, immer hin und her zu springen. Was kann man hier hin? War es vorher blockiert? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Und der Hut hat sich nicht aktualisiert. Perfekt, Spiel. Perfekt. Der aktualisiert aber auch gar nicht. Ach stimmt, das Ding war auch noch da. Ja. Sehr schön. Nein! Das muss nicht heißen, dass du gleich in den Abgrund springen musst. Na egal. War eine Abkürzung. War extra. Das war natürlich extra. Bam. Und tschüss. Weg ist er. Okay, roter Schalter. Ah, hierfür. Schaut mal. Nein. Klar, der Schalter wird nicht aktiviert. Okay. Den muss ich immer neu aktivieren. Da bitte. Aber es gibt zwei rote Schalter, wie es scheint. Rechts gibt es auch noch einen. Und. Mann! Wie kann das sein, dass ich die ganze Zeit runterfall? Warte, hey, jetzt bleiben die? Wieso bleiben die jetzt? Okay, seltsam. Hey, nachdem du mich an eine Wand geschossen hast, kannst du mich auch noch an eine weitere Wand. Echt? Warte mal. Hä? Huh?
Okay, also geht das doch? Okay, warte, einen Versuch will ich noch hier probieren. Weil das würde doch bedeuten. Zack. Hä? Okay. Hä, aber warum ist denn dann dieser Pfahl dort? Der macht ja absolut keinen Sinn dann. Okay, ich habe herausgefunden, wie man drankommt, aber das macht ja irgendwie keinen Sinn dann. Hä? Warum ist man nicht hier oben? Ich meine, besser für mich, aber warum? Ich bin sehr verwirrt, habe sehr viele Fragen. Wie zum Beispiel, wie ich den Jump verkacken konnte. Aber das macht nichts. Nicht jede Frage im Leben bekommt eine Antwort. Und damit müssen wir alle nun mal leben. Danke, Fliege. Bam. Wie oft bin ich jetzt eigentlich schon gestorben, allein in diesem Level? Lasst es mich wissen. Ich weiß, zu oft. Viel zu oft. Boing. Warte. Bam. Da war noch was drin. Haha. Und somit haben wir alles in diesem Level eingesammelt. Perfekt. Schnell, weiter. Geht doch. Ja, die Notes sind jetzt, glaube ich, einfach am Ende vor. Alle hintereinander, oder? Wir können jetzt entweder zu Elena gehen, die mal ein Boss war. Oder wir machen hier ein Level weiter. Da unten ist übrigens ein Boss-Level, da sieht man schon direkt an den Stacheln. Ich schätze, wir reden mal mit Elena. Ach, alle Bösse aus dem ersten Teil sind jetzt Verkäufer geworden? Ich meine, okay, der Verkäufer fliegt hier gerade das Luftschiff, von daher, irgendwer muss das ja machen, aber... Ach, die haben alle auch andere Items zu verkaufen. Oh, da wäre es doch schlau, wenn wir erstmal den ersten Shop leer kaufen, zumindest halt von den Hüten her. Ihr wisst ja, die Artworks mache ich das erstmal vorne weg, aber... Ja. Nice, dann haben wir hier schon mal alle Hüte. Eine lange Reise. Ja, die Map ist immer noch komisch zu steuern, so wie damals. Passt schon. Ja. Haben wir noch Geld für den Hut? Ja, für einen... Für die Kappe. Komm, nehmen wir die Kappe. Yeah. Spiky Gauntlet, das nächste Level. Der Hut sieht schon lustig aus, oder? Müsst zugeben, der sieht schon stylisch aus. Der hat was. Der hat was. Okay. Oh Gott. So, danke schön. Moin. Ich mag den Hut. Und diesmal hat er ihn auch beibehalten, den Hut. Letztes Mal habt ihr gesehen, habe ich den ganz alten, den ich zuerst gekauft habe. Gehabt. Warum auch immer. Warte, ist da unten was? Ach, hier ist was. Hab ich übersehen. Nett. Okay, ich sehe schon, rechts ist das Bonus-Level. Das heißt, hier in der Nähe wird bestimmt der Eingang sein. Fragt sich nur wo. Wenn das nach links zeigt, dann geht es da wahrscheinlich weiter. Also gehe ich nach rechts. Haha, die umgekehrte Psychologie. Wende sie an. Für eine Notiz. Dear Pesky Plumbers. Oh. Bum, bum. Und bumm, bumm, hö, fliegende Untertasse. Whee! Oder ein Frisbee, je nachdem. Wo ich darf man überhaupt Frisbee sagen? Ich glaube, Frisbee ist sogar ein gecopyrightetes Wort. Sorry, ich darf das nicht sagen. Ich habe nichts gesagt, ich habe es nicht gehört, okay? Wenn jemand fragt, ich habe es nicht gesagt. Hey, wenn du nach unten slidest. Und dann ist da was auf dem Weg, dann spring rüber. Okay, Spiel, danke. Hätte nicht gedacht, dass ich über Sachen rüberspringen kann. Cool. Ein Schalter. Wer hätte ihn nicht betätigt? Aber hier ist noch was. Also da unten ist zum Beispiel noch was, aber... Okay, keine Ahnung. Gehen wir erstmal weiter. War jetzt nicht so spektakulär, wie ich erhofft habe, aber passt. Moin, moin, moin. Hey! Stop that! Ist nicht okay? Das arme kleine Kind. Keine Ahnung, wie alt sie ist, aber sie ist wahrscheinlich noch nicht 18. Würde ich mal vermuten. Ich glaube, man kann sich so auch nach oben glitschen, oder? Also, vielleicht nicht mit dem Double Jump, aber... Nee? Haben sie das rausgenommen? Also im ersten Teil kommt man sich, wenn man das hier macht, nach oben... Ja, das haben sie relativ gefixt. Okay, das geht nicht mehr so wirklich. Ah,
Aber okay, das Level-Design in diesem Game ist ja auch richtig linear und nicht mehr so 3D-weltmäßig. Von daher braucht man das auch nicht unbedingt, aber ist trotzdem irgendwie schade, dass das weg ist. Ich weiß nicht mal, ob das ein Bug war oder ein Feature. Ich weiß nur, dass ich das sehr oft benutzt habe. Kann man so sagen. Oh. Nicht zu schnell, ich muss alles sammeln. War noch einmal das aufgegangen ist, danke. Hey, das ist nicht nett. Hey. Ich brauche den 3DS-Effekt hierfür. Das ist mir zu schwer, das Level. Okay. Okay. Haza! Was bist du? Du willst Stress? Du willst Bonk. Stress. Bonk. Habe ich immer so übersehen? Das Bonus-Level habe ich übersehen. Das war da unten, aber vielleicht kommt das ja noch. Oh! Wenn man vom Teufel spricht, da oben ist es. Dankeschön. Okay. Die tun mir weh, aber die zerstören zumindest die Gegner. Ah, komme ich da einfach so? Ja, doch. Komm einfach so hin. Okay, ich dachte, es wäre schwerer. Im ersten Teil war es doch richtig schwer, diese Orte zu erreichen. Hier nicht. So. Aha. Das Anvisieren ist also nicht unnötig. Es kommt nur viel weniger vor als im ersten, habe ich das Gefühl. Brauchen wir das? Ich hoffe nicht. Ich wüsste jetzt aber auch nicht wofür. Na gut, ich habe mir das einfach auch nicht angeschaut. Ach, hier ist schon das Ziel. Wait, haben wir schon alles? Nee, mir fehlt eindeutig ein Emerald, ein Smaragd. Aber sonst habe ich alles. Also, egal. Wie gesagt, hole ich irgendwann nach. Wir wollen jetzt erstmal durch die Level durch und uns das Spiel anschauen. Und die wunderbaren Level anschauen. Sie tanzt. Yay! Wunderbar. 25% schon? Wirklich? Müssen wir sagen, wir haben ein Viertel des Spiels schon durch? Irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht gibt es 200%? Cracked Tiles. Das ist das letzte Level vor dem Boss, wie es scheint. Na, das Spiel ist auf jeden Fall viel kürzer, wenn ihr bedenkt, im ersten Spiel war jedes Level wirklich so ein 3D-Level, wo man sich auch mit der Kamera sich umdrehen musste und alles. Hier ist alles linear. Das heißt, es gibt hier nichts zu erkunden so wirklich, sondern halt, du gehst nach links oder rechts, oben, unten. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Jedenfalls, Level sind kürzer. Das will ich damit sagen. Und deshalb fällt das so oft, sofort auf, wenn wir so schnell auf einmal durch sind. Es ist nichts Schlechtes, wenn man ein Nachfolger von dem Spiel kürzer ist als der Vorgänger, das ist nichts Schlechtes. Aber warum krieg ich jetzt hier den Hut? Ach, ist das immer random, welchen Hut man bekommt? Schaltet man die einfach so generell frei? Das kann sein. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, das kann sein, dass das so ist. Ja, da ist es auch so. Da oben ist jetzt der Froschhut. Das ist irgendwie auch ganz nett. Hätte es besser gefunden, wenn man sich den jetzt entscheiden könnte, aber das ist auch nett. Damit kann ich leben. Ja, was habe ich jetzt gesagt? Jedenfalls ist das ja nichts Schlimmes. Man würde nur halt erwarten, dass ein Nachfolger von dem Spiel länger ist. Aber hey, ich habe noch nicht komplett durchgespielt. Noch weiß ich es nicht. Am Ende werden die letzten Level nochmal hardcore schwer. Und dann beschwere ich mich darüber. Spiel zu lang, Spiel zu schwer. Keine Ahnung. Weil wenn es kurz und knackig ist, ist es natürlich auch geil, aber nicht so geil, wenn ich runterfall. Und die Musik geht ab. Okay, zum Glück. Ihr seht es aber. Ich speedrun hier komplett durch. Ich könnte gefühlt jedes Level in 2 Minuten abschießen. Gefühlt, so kurz wie die sind. Wieso komme ich da nicht lang? Jetzt. Mein Gott. Schwere Geburt. Da oben ist noch was. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich generell hier lang? Jetzt mal ehrlich. Double Jump geht auch nicht. Oder wollen die wirklich, dass du die nicht kaputt machst, sondern dass du dich da hochschießen lässt? Oder hinschießen lässt, so halt. Ja, doch, scheinbar schon. So komme ich jetzt hier hin. Okay, weird. Ja, da ist halt noch was. Da oben. Wie komme ich denn da hin? Oh Mann. Gucken wir gleich. Okay. Achso, da hinten. Oh, lol. So, nehmen wir noch einen mit, falls wir es brauchen. Okay, das hat nicht so ganz geklappt, wie ich wollte. Ich wollte ihn nach unten schmeißen. Hat aber nicht gemacht. Egal. Ding, 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 ding. Doch, ich habe aber trotzdem Spaß mit dem Spiel. Auch wenn es eine ganz andere Erfahrung ist. Es ist trotzdem
spaßig. Hey, siehst du die Dinger da hinten, diese Targets? Wirf mal was drauf, dann schalten die sich an und aus. Ja? Oh. Ah, verstehe. Bam. Ja, manche Sachen werden auch automatisch anvisiert, was natürlich sehr hilfreich ist. So. Aber wir haben hier noch was zu sammeln. Aber mein Charakter dachte sich so, nee, kein Bock. Ich spreche den Abgrund. Wuhu. Na gut, wie sie meint. Solange ich alles sammle, stört mich das nicht. Oh Mann. Aber seht ihr übrigens, dass ich jetzt 7 Leben habe statt 6? Wir haben beim letzten Mal, weil wir so viel gesammelt haben, ein Power-Up bekommen, ein Upgrade bekommen. Ich finde es aber generell komisch. Warum fängt man dann direkt schon mit 6 Leben an? Müsste das nicht eigentlich schon die Maximalanzahl an Leben sein, die man so generell bekommen würde? Also finde ich zumindest. Ich finde das schon echt viel. Aber okay. Vielleicht wollten sie das Spiel ein bisschen... ja, ein bisschen mehr casual gestalten. Was ja auch nicht schlecht ist. Absolut nicht. Nur ich bin halt so jemand, ich denke mir, ich hätte tatsächlich lieber eine Option, das Spiel auf easy oder auf hard zu spielen. So ein Difficulty Slider. Als wenn es einem aufgezwungen wird. Aber okay. Im Endeffekt, ich spiele ja das Spiel nur, um mich hier umzuschauen und zu collecten. Ne? Ihr wisst, ich liebe Collector-Fonts. Und ich liebe es, wenn diese Spiele hier so retro und niedlich aussehen. So wie dieses Game hier. Und ich hoffe, ihr liebt es genauso wie ich. Und wenn nicht, was machst du denn hier? Nein, Spaß. Wieso ist hier das Ziel? Hä? Oh Gott. Okay, ich wollte mich jetzt eigentlich nicht umbringen, aber passt. Ich habe irgendwas übersehen. Ja, hier gab es noch einen Weg. Weiß nicht, warum ich hier nicht lang gegangen bin. Ich dachte irgendwie, hier geht's weiter. Oh, ne, hier ist der Bonus. Hier ist der Bonus. Okay. Cool. Danke. Hey! Autsch! Hey! Cool. Hab ich irgendwas falsch gemacht? Naja, ich hab alles. Hab nichts falsch gemacht. Alles richtig. Let's go. Das brauche ich. Ja, aber... ich bräuchte das so, dass ich nicht sterbe, wenn ich das versuche aufzusammeln. Also versuchen wir es erneut. Was ist denn dann gebraucht? Unlucky. Unlucky. Aber es gibt ja keine Death Penalty so wirklich. Außer halt, dass du dieses Abzeichen da nicht bekommst beim Emblem. Was uns aber sowieso erst im zweiten Durchgang jucken wird. So, ich hoffe, dass in den blauen Trommeln die letzten Münzen drinne sind. Nein. Warte, hier sind noch 2 Vasen. Ja, sieht gut aus. 10 Münzen. Mir fehlen 10 Münzen. Yippie! Ja, das ist das Problem, wenn man stirbt, dann respawnen halt alle Sachen, wo was drin sein könnte und dann... nein, also nicht nochmal alles abchecken, hab ich keinen Bock drauf. Yeah, yeah, die tanzt aber immer. Süß. Nicht so süß wird dieser Boss, Elena Point. Warte, weißt du, heißt sie ja nicht Elena? Heißt dieser Ort hier Elena? Warte, wie hieß denn dann das hier? Sandalia, ach, das sind die Orte. Sandalia und hier ist Elena. Das sind aber eigentlich echte Namen, ne? Elena Point. Boss-Level der zweiten Welt. Nam, 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 nam. Der frisst das Loading-Logo da. Nein, hör auf! Es muss weiterladen, Mann! Wie sollen wir denn sonst jemals zum Boss kommen? Und dann so, oh, sorry, my bad. Ich lasse lieber. Okay. Ich meine sogar meinen Hut von vorhin. Oder? Tue ich das gerade? Ich glaube schon. Hey! Egal, nehmen wir den anderen Hut. Der sieht cool aus, yeah. Oh, und was noch cooler ist, ist dieser Emerald. Können wir den eigentlich direkt schon von hier aus hinschießen? Ich weiß es nicht, vielleicht. Die Kamera hat sich komisch bewegt. Moin. Hey. Immer die Fliegen mit ihren Rüstungen. Ihr wisst, ich kann damit gar nicht klarkommen. Aua. Ach, da war was. Ich hab's gar nicht gesehen. Ich habe gar nicht gesehen, ob ich es aufgesammelt habe. Ja, das hilft auf jeden Fall, dass man jetzt unter sich so einen Punkt hat.
Und ich finde es auch sehr gut, dass man den Punkt erst sieht, sobald man springt. Ich finde das kacke, wenn man, weil bei manchen Spielen ist das so, du siehst den dauerhaft und ich finde, das lenkt sehr ab. Also wenn man es nur sieht, wenn man springt, finde ich auf jeden Fall sehr gutes Design-Choice. Jetzt muss ich die Choice machen, wo gehe ich lang? Ich glaube hier lang, oder? Moin. Es geht falsch rum. Es geht in die falsche Richtung. Hopp. Aufpassen. Den rotierenden Blöcken wollen wir nicht drauf sein, sonst schleudern die uns noch weg. Hier müssen wir lang für den Firepot. Ah, warte, jetzt noch nicht. Hier war noch was. Okay, jetzt. So, nur einzelne Sprünge machen. Seit wann habe ich einen Wikingerhelm auf? Na egal. Auf jeden Fall einzelne Sprünge machen. Höh, deshalb gibt es auch diesen Jump hier. Und pschuh, mit dem Schild weggesprengt. Let's go. Falls einer von euch dieses Spiel im Multiplayer spielt, lasst mich auf jeden Fall wissen, wie der sich so spielt. Weil der andere spielt ja dann Jack mit der Schlange. Eigentlich auch ganz cool. Die konnte man, ich glaube, es gab ein einziges Level am Ende vom letzten Game, wo man den auch spielen konnte. Und das war so ein Speedrun-Level. Ich denke mal, er spielt sich exakt gleich. Gehe ich mal von aus. Aber danach würde es mich interessieren. Und wieso fehlt mir das Bonus-Level? Egal. Hol ich's nach. Ah, schon wieder! Du willst nur meine Pläne wieder durchkreuzen. Wow! Schau dir dieses Schiff an! Wenn du wirklich unbedingt meine Arbeit durchkreuzen willst, dann weiß aber, dass mein neues Vehikel hier unbesiegbar ist. Wow, wow! Face your doom! Durch den Skycracker! Oh, was macht der? Wow! Okay, wie besiege ich den? Was ist das? Kann ich das nehmen? Nee, noch nicht. Jetzt! Bam! Okay, also er schießt manchmal so Steine. Elektrische Steine. Weiß nicht, was das darstellen soll, auf jeden Fall. Müssen wir die wohl gegen ihn schießen? Aber warum ist er eigentlich so dumm? Warum sind so Bösewichte in so Videospielen so voll dumm? So, haha, du kannst das Ding niemals kaputt machen, aber zufälligerweise schieße ich jetzt etwas von mir heraus, was literally das macht. Haha, du wirst mich niemals besiegen und so. Wir haben jetzt schon die Hälfte weg. Ich meine, okay, da bei mir auch schon knapp die Hälfte weg. Aber dennoch. Ey! Oh, er fliegt jetzt. Bam, bam, bam. Oh, das war nice. Den schnellen Damage gerade. Okay, man darf nicht in seiner Nähe stehen, weil das ist sonst sehr gefährlich, dass man aus Versehen getroffen wird. Bam! Ein Treffer noch, ein Treffer noch. Glaube ich. Und ich finde es cool, dass es sofort beendet. So, zack, fertig. Oder ich bin aus Versehen gerade ins Ziel gerannt. Das spawnt halt in meiner Mitte. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, nice. Und keine Tode gehabt in diesem Level. Das bedeutet, wir kriegen auch das Survivalist und Thunder Fighter. Besiege den Skycracker. Ja, das war schon Welt 2. Crazy, ich weiß. Komm, als Belohnung holen wir uns noch ein paar Hüte. Was haben wir denn so Schönes? Gekochtes Ei auf dem Hut. Auf dem Kopf, meine ich. Zylinder, Weihnachtshut. Eine Flugskappe, glaube ich, ist das. Und eine Feder. Sehr nice, haben wir das auch aufgekauft. Und wir machen weiter mit der dritten Welt. Yoshi. Nicht verwechseln mit Yoshi, sondern Yoshi. Fireflies Respite. Yeah! Yippie! I'm ready! Hä? Bonk? Es geht heute sehr flott voran. Ich glaube, das wird ein kurzes Let's Play tatsächlich. Vergleich zum ersten Teil. Wow, schau dir diese Brücken an! Scheinbar wird das hier sehr tricky sein, vorbeizukommen. Wo vorbeizukommen? Ein gekochtes Ei. Und ich allein. Bam. Weg mit dir. Hey. Okay, aber wo sollen wir denn lang? Da? Ah ja, hier geht's weiter. Aber wir haben noch zwei Trommeln. Okay, sehr gut. Und hier sind immer diese Embleme drauf, die wir sammeln müssen. Aber warum sind die da drauf? Hey, das tut weh, Mann. Pass doch auf, ey. Idioten. Das Level erinnert mich ein bisschen an so ein... Was war das? Ich glaub, Mario 3D Land World? Level, was so ein Style hatte, mit so rotierenden Plattformen und alles.
Okay, brauche ich irgendwann einen blauen Schalter, glaube ich. Was ist denn hier? Höh. Damit kann ich doppelt springen. Ah, das bounced mich so weg. Ah. Okay, aber sind nicht exakt gleich wie die Trommeln, diese blauen Trommeln? Theoretisch? Keine Ahnung, wirken auf mich auf jeden Fall so. Hä? Ja, und jetzt? Jetzt, wie komme ich da rüber? Wo kann ich da stehen? Nee, da kann ich nicht spielen. Okay, was habe ich übersehen? Oh, hier geht der Respawn nicht. Okay, interessant. Warum die Gegner nicht respawnen, aber alles andere schon? Okay, warte mal. Habe ich hier irgendwo einen blauen Schalter übersehen? Oh, ich habe ihn gerade gesehen. Da, in der Mitte der Plattform. Hä, was? Ich habe ihn schon aktiviert? Hä? Ja, aber ich komme nicht durch. Ach so, oh. Okay, meine Schuld, mein Fehler. Das auch. Aber das geht doch safe, Moment. Boing. Ah, nein, das geht nicht. Die haben das extra so gemacht, dass das Dach richtig rutschig ist. Da kannst du da nicht... Oha, okay, alles klar, Spiel. Hab's verstanden. Ich darf mich hier nicht durchcheaten, war das knapp. Den Top-Hat nehme ich aber trotzdem mit. Haha, ihr könnt mich. Ja, was sagst du? Hey, glaubst du, wir können diese Dächer benutzen als Slides? Ja, ich habe es gerade herausgefunden. Man kann sie als Slides benutzen. Also aufgepasst. Hey, denk dran, nachdem du da gebounced bist, kannst du mich nochmal schießen. Stimmt. Kann ich. Sehr nice. Boah. Ach stimmt, warte, wenn man die Schilder kaputt machen kann, droppen die vielleicht auch Münzen? Kann das sein? Habe ich da vielleicht Münzen übersehen? Ich sollte vielleicht mal in Zukunft die Schilder alle kaputt machen. Oder zumindest versuchen. Oh, jetzt kommen die ganzen Fliegen auf mich zu. Verschwendet von hier! Boing, boing. Kamera backt ein bisschen rum, aber passt. Boing. Und den Rest. Nicht so schnell. Mädel. Muss aufpassen. Du musst aufpassen. Jetzt sind wir beide dran. Wir müssen beide dran glauben, vor allem. Also pass gefälligst auf. Hä? Geht das nicht? Double Jump! Oh, der Double Jump. Der hat's geregelt, zum Glück. Gott sei Dank. Hut. Jetzt sag mal, aber nicht jetzt weiter. Hey. Was zum. Ich glaube, hier geht's weiter, Freunde. Okay, nee, dann gleich nochmal zurück. Miau, aua. Geht's denn hier nicht weiter? Boing. Secret Level. Ach, wieder diese starken Fliegen. Neben den Rüstungsfliegen. Nein, warte, ich will respawnen nicht. Okay. War das nicht sogar im ersten Teil so, dass man immer... Ah nee, man ist nicht immer im Secret Level respawned. Das war ein anderes Game, glaube ich. Whoops. Habe ich es verwechselt. Oh, die beiden haben sich gerade selbst entsorgt. Danke. Das macht's mir relativ einfacher. Ja, das ist das Problem. Wenn ich an so einer Wand hefte und dann will ich aber in eine andere Richtung, dann. Die macht das nicht sofort. Die macht immer erstmal, ich würde hinten mich aber umschauen. Würde hinten hinschießen. Ich habe das auch schon gemerkt, aber es ist seltsam. Das spielt sich nicht so gut. Was? Der stirbt nicht. Hä? Kollege? Ich glaube, dem ging es nicht so gut. So, wieder liebes Tagebuch. Ich bin ein Yoshi. Juhu! Ah, nee, nicht verwechseln mit Yoshi. Stimmt, da war was. So, jetzt verschwinde aber. Und dreh dich nicht mehr wild im Kreis herum. Okay, das macht den Leuten Angst. Die haben gemeint, du sollst damit aufhören. Jetzt. Seht ihr, was ich meine? Irgendwie verbuggt. Man kann nicht in die Richtung dann drücken. Deshalb spielt sich das so komisch. Meiner Meinung nach nicht so gut. Ich meine, im Vorgänger war das Problem nicht. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, das Problem zu haben. Gehabt zu haben. Ja. Naja, wie auch immer. Na komm, geht her. Mit der Schnee durch. Wow, bitte nicht raus, Alter. Wisst ihr was? Ich glaube, ich will diese Plattform nie wieder benutzen. Wäre ich da jetzt runtergefallen, hätte ich das Bonus-Level nochmal machen müssen. Ich hab noch nicht gesaved.
Aber ich bin safe im Ziel. Mit allem drum und dran. Look at this. Very nice. Emeralds. So heißen die, okay. Sie auch gerade zum ersten Mal. Okay. Weiter geht's mit einer Kiste, oder? Ja, hier ist eine Kiste, die wir aufmachen können. Wir haben nämlich genug. Rechts steht die Zahl, die wir brauchen, und links steht die Zahl, die wir haben. Also oben sieht ihr auch generell unser Progress, was wir alles haben. Ich glaube, die Diamantenflügel sind auf Zeit. Ja, das müssen auf Zeit sein. Ein weiteres Supersager, was bedeutet, wir haben jetzt 8 Leben statt 7. Viel zu viel. Green Lagoon, next level. Ich sehe schon die Spinne aus dem ersten Teil. Das ist aber wirklich so ein Game, du musst den ersten Teil eigentlich gespielt haben. Also okay, musst du nicht, du kannst erstmal das spielen und dann das andere, aber... Das sind so viele Callbacks, das ist so weird. Hey, pass mal auf hier mit diesen Würmern, diese Little Worms. Die sind voll gepackt mit Stacheln, ja? Es tut also auf jede Art und Weise weh. Ja, du musst dich ja damit auskennen, ne? Warum sind hier rote Blöcke? Da ist nichts. Kollege, da ist nichts. Vielleicht da ja gleich was. Ich mag die Blöcke, die sehen schön aus. Hey, hallo? Boah, Alter, ich bin fast down gegangen, warum auch immer. Ne, wie mache ich diesen Super Jump, den ich gerade gemacht habe? Crazy. Hm. Oh Gott. Los nicht ins Wasser fallen, Alter. Hä? Was? Okay, Spiel. Wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach akzeptieren und nie wieder drüber sprechen. Bros wieder mal im Jäten. Das auch hauen wir schnell ab. Warte, was? Hey, wo geht's hier lang? Ach, das Ding abschießen, okay. Wow, Bosskampf. Nee, kein Boss. Falscher Alarm. Ah, das ist gut. Aber ich brauche eine Vase. Haha, da ist eine. Aha, da ist eine. Haha, da ist eine. Sehr gut. Piu. Wozu kann man sich hier rüberschießen? Oh, das ist ein Schalter. Das ist, glaube ich, ein Schalter, die blauen. Ah. Warte, die kann man kaputt machen? Was? Mann. Okay, wir brauchen nochmal einen von den roten. Es hat nicht ausgereicht. Jetzt. Jetzt noch ein. Boah, was für eine Reichweite ich hatte. Schalter! Ja, jetzt sind hier die Blöcke hervorgehoben worden. Okay. Ach, von vorne, auf deren Gesicht kann man die abschießen und killen. Ah. Ich werde mit euch. Hier drunter. Ja. Mal leben und noch einmal leben. Warum kann man sich zweimal hintereinander voll heilen dann bei der gleichen Stelle? Macht irgendwie keinen Sinn, wenn ihr mich fragt, aber okay. Oh. Oh, oh. Aufgepasst. Hier wird das nicht einfach. Boing. Und. Boing. Ja, ich hätte schießen nicht rüber, oder? Geht nicht? Jetzt. Okay, immer safe sein. Hey, pass auf, diese Feuerlampen! Die sind wie drehende Türe. Ich weiß nicht, wann sie sich zunächst drehen, okay? Einfach aufpassen, I guess. Schalter. Oh, die drehen sich jetzt rückwärts. Das meint er mit. No way. Aber warte, der rote Schalter, das bedeutet ganz am Anfang ist jetzt der Weg frei zu den Münzen, die wir gesehen haben. Und da kommen wir gerade sowieso zum Anfang zurück. So, wir sind jetzt gerade in der Nähe, glaube ich. Für den Hut? Ne, actually, irgendwie finde ich das doch cool, dass man verschiedene Hüte immer bekommt. I vibe with it. Klar, warum nicht? Hey! Not nice. Stimmt, wie redet sie eigentlich, wenn sie so einen Zahn hat, wie Timmy Turner? Hm. Wie würde sie reden? Wo muss ich lang? Oh Gott, bin ich falsch? Ich bin richtig. Glaube ich? Hoffe ich? Stirb, danke. Na, fast. Das könnte funktionieren. Seht ihr, was ich vorhabe? Versuch's also in die Mitte zu werfen. Ja. Das ist auch das Bonus-Level, sehe ich. Sehr schön. Aber da komme ich nicht lang. Okay. Muss ich außen rum gehen, glaube ich. Moin. Moin. Man baut's aber ziemlich weit hoch jetzt. Also hast du immer einen hohen Bounce. Du hast nie wieder einen kleinen Bounce.
Ich meine, ist nicht schlimm, aber es fällt mir halt auf. Mir fällt alles auf, ja. Ich habe das, das erste Spiel zu viel gespielt, glaube ich. Hey. Oh, das sind Stacheln, oh. Böses Bamboo. Das ist ein Bamboo. Okay, ihr könnt hey. Ja, minus zwei mal sparen. Ich hab's verstanden. Okay, mir fehlt noch ein bisschen was. Also müssen wir uns gut umschauen. Ne? Da oben ist Loot. Yes. Aha, ich bin stylisch. Niemand kann mich aufhalten. Bis auf der Schalter. Den Schalter. Warte, die sind... Die halten ja extrem lange. Boing, 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 boing. Passt. Kein Problem. Absolut nicht. Okay, okay, und jetzt. Sehr nice. Ah! Spendet! Warte von mir! Ist er weg? Alter! Kam da aus dem Nichts rausgeschossen. Hilfe! Du, 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 du. Und wir sind durch und uns fehlt ein Smaragd, aber zu spät. Das habe ich zu spät gecheckt. Ja, eigentlich habe ich schon vorher gecheckt, aber ich dachte, der kommt halt noch. Ne, gar nicht mehr. Schade. Yeah, yeah. Zumindest tanzen wir noch. Und weiter geht's. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich will ja jetzt in diesem Let's Play längere Folgen machen. Hätte ich eigentlich auch im ersten Teil machen sollen, aber passt schon. Mountaintop Tomb. Also ein Tomb oben auf dem Berg, wie es scheint. Heißt, wir sind wieder mal in der Höhle, glaube ich. Das ist, glaube ich, die zweite Höhle, zweite Tomb. Loading. Yep. Aber das ist so ein klassisches Frogger-Level vom Design her jetzt. Das ist so ein klassisches Frogger-Level. Kein Encore, sondern nur ganz pur. Ganz, ganz pur. Er ist schon wieder weggeflogen. Da seht ihr das, der kann so hoch bouncen. Weg mit dir. Hey. Boah, mit 8 Leben ist das halt schon nicht... Nicht einfach zu sterben, ne? Hey. Was? Da kann ich nicht lang, da ist eine große Wand dazwischen. Ich kann da lang, warum wollte ich denn? Da. Okay, nicht gut, schätze ich. Hey. Boom, der Trommel. Trommel woanders, Idiot. Was ist jetzt meins? Weg. Mit euch spaß ich nicht mehr herum. Was ist denn da oben? Dahin. Hey! Ich lasse mich einfach von allem treffen. Es gibt so viele Leben in diesem Spiel. Du kannst gar nicht mehr sterben. Es geht einfach nicht mehr. Höchstens bei einem Bosskampf. Aber selbst da musst du dich richtig schlecht anstellen. Warum haben die das Spiel so leicht gemacht? War das euch da überhaupt lang? Nach rechts ging ja nicht weiter. Aber ich kann einfach Damage boosten. Soll das so? Gibt es irgendwo einen Schalter, wo die Stacheln vielleicht deaktiviert oder so? Ich habe absolut keine Ahnung, Freunde. Das ist absolut seltsam. Aber okay. Da kann ich nicht. Nein, 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 stopp, stopp, stopp. Nein! Damn it! Das hätte beinahe geklappt. Der Speedrunner hier. Der Speedrunner am Start hier an der Stelle. Bam. Ach, egal. Was soll's. Ich kann eh nicht sterben. Gefühlt. Der muss weg. Das mache ich ja gerade. Hey, hey, hey. Und ich will ja nicht Navi cosplayen. Muss ja nicht sein. Wie komme ich da ran? So? Nein, komm! Okay. Gut, dass ich in der Luft springen kann. Wäre das jetzt schwer gewesen, dran zu kommen. Warte, erstmal das Pokémon. So, jetzt. Boing! Alles einsammeln. Okay. Das war easy! Ach man! Nein, ich hatte. Ach, hier ein Checkpoint. Ja. Warum zählt der Schalter noch? Okay, bisschen weird das Ganze. Verstehe nichts mehr. Hey, denk dran, du kannst kombon. Hoch hat doch geklappt. Ja. Ja, how? Wie bin ich da gerade runtergefallen? Das kommt mir absolut nicht in den Kopf, wie das gerade passieren konnte. Aber okay. Wie gesagt, ich akzeptiere es. Das akzeptiere ich aber nicht. Das ist inakzeptabel und indiskutabel. Das geht nicht. Ey! Mmh!
Einmal kannst du mich verarschen. Ein zweites Mal hattest du Glück. Beim dritten Mal reicht's. Geht doch. Wo ist das Problem? Siehst du? Geht doch. Hä? Wo war das Problem? Ich hab keine Ahnung. Ey! Bitte! Fixt eure Dächer, Alter! Was habt ihr da? Öl drauf getan oder was? Warum sind die so rutschig? Ich reiß euch gleich die Beine ab. Also von den Gebäuden natürlich. Na, was soll ich denn sonst meinen? Oh mein Gott, ich bin fast wieder in den Abgrund gefallen. Nein. Nicht gut. Okay, einfach runterspringen. Einfach selber hinspringen. Just do it yourself. Okay. Nein. Nein, ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ah, da muss man immer den ganzen Weg neu gehen. Verstehe. Okay, einfach so machen. Zack. Speichern. Und ab geht's. Ab geht die Post. Ungefähr. Hühnerkopf! Oder Eierkopf, besser gesagt. Ist wieder zurück. Und der Damage boost ich einfach. Hey. Egal, komm. Yes. Yes. Okay. Einfach hinschießen lassen. Einfach nicht raten. Einfach nicht raten, einfach hinschießen lassen. Das ist viel sicherer. Wo bin ich? Okay. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich musste nochmal sicher gehen. Boing. Boing. Sehr schön. Okay, hier bin ich erstmal safe. Erstmal sicher. Vor allen Gefahren und allen Monstern, die mir in den Weg gestellt werden. Ich glaube, oben geht's weiter. Andererseits, hier ist ein Checkpoint. Dann geht's wahrscheinlich oben nicht weiter. Sprich, ich gehe nach oben. Ja, ich sehe auch schon. Hier ist eine Notiz. Und Münzen. Mehr Münzen. Dankeschön. Spende. Ja, wirklich viel Geld. Holy moly. 100 oder so. Oder so ähnlich. Viel. Ja, plötzlich wer nicht. Was machst du hier? Boom, boom. Das mach nur ich im Bett. Ja, das lässt du schön sein. Das Ding ist gerade in mir drin respawnt. Ach Mist. Schade, ich wollte einmal versuchen, kein Damage zu nehmen. Hey Renata, denk nach! Es muss dir noch einen Weg geben! Zu dieser Brücke! Ja, zu welcher Brücke? Wo bin ich gerade? Mist, was hab ich. Nein, was hab ich gemacht? Okay, das war nicht richtig. Boah, ich hab schon 12 Tode hier. Dabei habe ich so viele Leben. Und ich sag die ganze Zeit, man kann nicht sterben. Doch, du kannst sterben. Aber halt durchs Runterfallen. Okay, also ich soll. In jede Richtung, aber erstmal mich umschauen. Nein! Oh, ich habe den ersten Jump verkackt. Vielleicht hat man es gesehen. Warte. Wir kriegen es hin. Damage Boost, let's go. Okay, ganz chillig. So. Schön. Mitnehmen. Okay, wir haben's. Bam. Rüberjumpen. Schalter. Ist der auf Zeit? Ich habe das starke Gefühl, ist auf Zeit. Also schnell rüber. Okay, ich weiß nicht, weil auf Zeit? Noch ist er nicht deaktiviert. Ich kann es euch nicht sagen. Warum fehlen mir wieder 2 Münzen? Warum habe ich schon wieder alles außer 2 Münzen? Ich schätze, ich muss mich damit zufriedenstellen. Und mit einem Leben ins Ziel gehen. Was soll's? Ich hoffe aber, dass euch das hier gefallen hat mal wieder. Und wir uns in der nächsten Folge sehen, Freunde. Ihr seid doch genauso gehypt. Ich weiß es. Ich kenne euch. Ich kenne dich. Kenne die. Das bist du. Okay. Fast 40% des Spiels durch. Keine Ahnung, inwiefern das stimmt, aber wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde.
Hätten die nicht einfach von da rechts nach links fliegen können? Egal.